So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Video. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Schon wieder ein Setup-Video? Nein, aber übermorgen ist Ostern und irgendwie habe ich im Moment Bock. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich habe heute hier gesessen in meinem Rig und habe gedacht, oh, was für ein Auto fahre ich heute? Und da ist mir der Escudo in die Augen gesprungen. Ins Auge gesprungen heißt es eigentlich. Auf den hatte ich schon lange mal wieder Bock und da habe ich gesehen, oh, auch beim Escudo haben sich die Leistungspunkte geändert. Und zwar nach unten. Das heißt, wir konnten für Tokio ein bisschen mit der Power nach oben. Und siehe da, macht immer noch mega Bock die Karre. In diesem Sinne, willkommen zurück zu Gran Turismo 7, meiner Wenigkeit und dem Suzuki Escudo Pikes Peak Special, einem unserer absoluten Lieblingsfahrzeuge, muss ich echt sagen. Ich habe selten auf ein Fahrzeug so unglaublich viel positive Resonanz bekommen wie auf den Escudo. Der Escudo war eine ganze Zeit lang unsere eierlegende Wollmilchsau. Wir sind denn in LP 600, LP 700 und LP 800 gefahren und waren auf allen drei Grinding-Strecken, Money-Grind-Strecken erfolgreich. Der fährt sich sowohl auf Sardinia als auch auf Le Mans als auch auf gutem altem Tokyo Expressway einfach hervorragend. Und heute hatte ich mal Bock auf Tokyo Expressway, deswegen habe ich mir das LP 600 Setup nochmal angesehen und habe es ein wenig angepasst. Wo bekommt ihr dieses wunderschöne, formschöne Kfz, das ein bisschen aussieht, als wäre es aus einer Cornflakes-Packung oder aus einem Hot Wheels-Überraschungspaket? Dieses findet ihr aktuell bei Hagerty's, bei den legendären Autos. Und zwar genau hier. V6 Escudo Pikes Peak Special von 1998 für 1,7 Mill ist eine ganz schöne Investition für ein vermeintliches Rallye-Fahrzeug. Ja, es mutet jetzt einem Rallye-Fahrzeug an. Pikes Peak ist auch eine bekannte Rallye-Strecke tatsächlich. Aber lasst euch da nicht täuschen, das Ding ist ein astreiner Straßenperformer und funktioniert wunderbar auf den vorgenannten Strecken. Der V6 Escudo Pikes Peak Special von 1998 kommt mit Leistungspunkten 792,58. 2,5 Liter Hubraum, Allradantrieb, 731 kW, 931 Newtonmeter bei 6.500 Umdrehungen, hat eine Gesamtlänge von 5 Metern, ist 1,90 Meter breit und 1,51 Meter hoch und wiegt dabei nur schlappe 800 Kilo. Natürlich Turboansaugung. Da ist auch die größte Schwäche des Escudo meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch eurer Meinung, wenn ihr ihn mal gefahren seid. Das Turboloch in dem Ding ist ganz schön krass. Also ihr solltet dem immer genug Drehzahl geben, um damit zu spielen. Also auch dieses Setup richtet sich vorwiegend an die Leute, die Handschaltung fahren. Wobei die Automatik zieht die Gänge ja auch schon relativ hoch, von daher kommen wahrscheinlich auch die Automatikfahrer auf ihre Kosten, aber ich sage es jetzt extra dazu, weil unter dem letzten Video leider einige Leute waren, die gesagt haben, nee, ich kann den so nicht fahren, den muss man bei 6,5 schalten, ich fahre Automatik. Das Setup funktioniert so für mich nicht. Ja, tut mir leid, ich fahre halt auf einem Fanatec-Equipment und fahre mit Schaltung, beim Escudo sogar mit Handschaltung, also nicht mit Shiftern, weil ich es einfach geil finde, dieses 80er-Feeling zu haben, beziehungsweise 90er. Wo die Karre rausgekommen ist. Und ja, muss nicht jeder nachempfinden können. Wenn ihr gerne Automatik fahrt und damit erfolgreich seid oder wenn ihr gerne mit Gamepad fahrt, ist das absolut eure Sache. Aber ich sag's nur dazu, ich spiele mit Lenkrad und spiele mit Handschaltung, spiele mit Handbremse. Nur damit ihr wisst, wo die Setups herkommen. Also sie sind nicht auf dem Gamepad getestet. Ich spiele Rennspiele grundsätzlich nicht mit Gamepad, es sei denn, sie haben keine Lenkradunterstützung, ich habe keine andere Chance. Aber sobald Lenkradunterstützung da ist, bin ich am Lenkrad dran. Auch wenn die scheiße ist, ist mir eine schlechte Lenkradunterstützung immer noch lieber
als eine Gamepad-Steuerung. Das muss ich ganz klar sagen. So, dann schauen wir uns das wunderbare Setup einmal genauer an. Hier in den Fahrzeugeinstellungen finden wir das. Ich habe aufgezogen die Komfort-Hartreifen. Ja, klingt spannend, aber nur so kriege ich den unter die gewünschte Leistungspunktegrenze. Und fährt sich trotzdem sehr, sehr gut. Ja, müsst ihr auf irgendwas besonders achten? Ich habe selbst beim Rausbeschleunigen aus den Kurven, also man muss die Kurven schon stramm anbremsen. Das kann man vielleicht dazu sagen. Ist ein bisschen störrig, was das Einlenkverhalten angeht manchmal. Also man muss schon gut beibremsen, aber man kann relativ früh rausbeschleunigen, ohne dass er sich dreht. Ich meine, er ist Allradantrieb, er liegt satt auf der Gas, also da gibt es eigentlich keine Probleme, trotz Komfortreifen. Ich bin auch ohne Pitstop durchgefahren, werdet ihr gleich sehen. Es war ein sehr, sehr spannendes Rennen diesmal. Deswegen habe ich auch nicht geschnitten. Ihr werdet gleich sehen, warum es so spannend war. Ich nehme jetzt nichts vorweg. Ja, ich bin durchgekommen mit Komfort-Hartreifen ohne Boxenstopp. Also ihr braucht auch nicht zu tanken. Das Ding fährt komplett durch. Ihr könnt entweder auf Stufe 6 komplett durchfahren. Ich habe auf 1 angefangen, habe dann gemerkt, huch, damit schaffe ich ja gar keine 12 Runden. Dann habe ich auf 6 gestellt, dann habe ich gesehen, huch, damit schaffe ich ja 15 Runden. Dann habe ich auf 4 gestellt, dann habe ich gedacht, oh, so passt es ja. Dann habe ich auf 3 gestellt und dann auf 2. Am Schluss bin ich auf 1 gefahren. Dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es aber eng mit dem Sprit. Und wie das ausgegangen ist, das seht ihr gleich in dem Racing-Video. Ja, wie immer in vierfacher Geschwindigkeit. Also keine Angst, ihr müsst euch hier kein halbstündiges Racing-Video anschauen. Ja, also die Karosserie haben wir wie folgt angepasst. Vorne fahren wir 85 mm, hinten 135. Die Stabis haben wir vorne auf 5, hinten auf 7. Dann haben wir den Dämpfungsgrad-Kompression vorne auf 35%, hinten auf 40. Dämpfungsgrad-Ausdehnung 45,50. Die Eigenfrequenz auf 4,6, vorn 4,6, hinten. Den Negativsturz auf 1,0, vorn 1,5 Grad, hinten. Den Spurwinkel 0,05 in der Nachspur. Nicht verwechseln. So rum ist Nachspur, so rum ist Vorspur. Ja, man möge denken, V wie Vorspur, aber das ist die Vorspur. Merkt es euch doch so, da geht es so nach vorne, die Bewegung, und hier geht es so nach hinten. Sorry, da habe ich euch gehauen. Das wollte ich nicht. Also, 0,05 in der Nachspur und 0,10 in der Vorspur. Dann habe ich das Differential vorne und hinten gleich angepasst. 5 Anfangsdrehmoment, 20 Beschleunigungssensibilität und 5 Bremsempfindlichkeit. Ja, und Differential habe ich auf 50-50. Den Abtrieb habe ich wie folgt gewählt. Vorne Minimum, hinten Maximum. Da habe ich jetzt 2 weggenommen, also 698 fahre ich aktuell, weil ihr seht es, wir sind bei 599,82. Ein bisschen weniger Abtrieb bedeutet ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Das war das nächste, was ich an 600 rankomme. Wenn ich eins höher gehe, bin ich schon über 600. Das heißt, das war das höchst machbare. Wenn ihr da andere Einstellungen benutzt, ist eigentlich auch Wurst, dass ich sag mal, wenn man hier weniger als 5 oder 10 Punkte ändert, merkt man auch gar nichts. Also ich selbst subjektiv merke vielleicht so ab 20, 30 Punkten eine wirkliche Änderung, wo ich dann merke so, oh, hups, jetzt klebt er ein bisschen mehr oder jetzt kommt wirklich mehr Beschleunigung. Ihr seht es natürlich an den nackten Zahlen, da steht ja immer, wie lange ihr braucht, zum Beispiel von 0 auf 1000 Meter und so. Das ändert sich schon, aber ne, wenn es unter einer Sekunde ist, kriegt man es selbst eigentlich nicht mit. Also da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Solange ihr unter den 600 bleibt, ist es ja euch überlassen, wie ihr hier die Zahlen einstellt. Ja, Leistungsanpassung und Motorkraftbegrenzer brauchen wir nicht. Dafür haben wir ein bisschen Ballast mit an Bord. Der hieft uns auf ein Gesamtgewicht von 930 Kilo und ich habe ihn komplett auf minus 50 positioniert. Warum habe ich das getan? Das habe ich unter anderem getan, damit das Einlenkenverhalten Das habe ich unter anderem getan, um das Einlenkverhalten ein bisschen besser zu machen. Mehr Gewicht vorne bedeutet, er lässt sich vorne ein bisschen besser einlenken, weil er durch den geringen Abtrieb halt vorne nicht so eine gute Bodenhaftung hat. Und das hilft auf jeden Fall beim Lenken. So.
Dann habe ich voll anpassbares Renngetriebe drin. Das steht auf Höchstgeschwindigkeit 340 und ist wie folgt eingestellt. Der erste Gang bis 93 km/h 5.062. Der zweite Gang 3.433 bis 137 km/h. Der dritte Gang 2.542 bis 185 km/h. Der vierte Punkt 1977 ist ein gutes Jahr bis 238 km/h. Der fünfte Gang 1,614 bis 291 km/h. Und der sechste Gang bei 1,384 bis 352 km/h, die wir aber in Tokio nicht erreichen. Und höchster Gang steht auf 2,230. So, ansonsten haben wir in dem guten Gerät nichts geändert. Alles andere ist Standard. Das heißt, kaufen müsst ihr effektiv nur den Ballast, wenn ihr den noch nicht habt. Und die Komfort-Hartreifen, weil der natürlich standardmäßig mit Rennreifen daherkommt. Ich glaube, der hat Racing Hearts drauf gehabt. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das gute Stück gefahren ist und was an dem Rennen so lustig war. Gerade mal geguckt, ob ich wirklich Aufnahme gedrückt habe. So, ja, das Ganze wie immer in vierfacher Geschwindigkeit, außer den Anfang. Den habe ich diesmal nicht beschleunigt. Und warum? Das sage ich euch jetzt. Ich habe aus Versehen X gedrückt und hatte noch gar kein Lenkrad auf die Wheelbase gesteckt. Das ist mir dann mal brandheiß eingefallen. Dann habe ich das Lenkrad aufgesteckt. Das seht ihr jetzt gleich. Hier habe ich leicht korrigiert. Dann habe ich mich ordentlich hingesetzt und dann bin ich losgefahren. Also ich habe den Gegnern einen kleinen Vorsprung gelassen. Unfreiwillig, muss ich sagen. So, jetzt in vierfache Geschwindigkeit. Also, erste Runde, 311 km/h. Ihr seht es da schon auf der Gerade. Da geht einiges. Kraftstoffmischung ist aktuell auf 6. Das hatte ich ja vorhin kurz angerissen, dass ich mich erstmal rangetastet habe. So, ja, hier im Mittelbereich. Ich habe übrigens wieder keinen Clean Race Bonus bekommen, obwohl ich kein anderes Auto touchiert habe. Darauf habe ich penibel geachtet diesmal, weil jemand in den Kommentaren mir geschrieben hat, dass das zum Verlust des Clean Race Bonus beiträgt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die haben einfach den Clean Race Bonus gestrichen in Tokio, weil es denen auf den Sack geht, dass wir immer Tokio grinden. Ist halt die meistgefahrene Strecke im ganzen Spiel, ne? Ja, so, aktuelle Runde 2. Ihr seht, ich kämpfe mich langsam nach vorne. Kraftstoffmischung ist weiterhin auf 6. Und wir sind aktuell auf Platz 12. Ja, früher oder später werden wir sowieso Platz 1 sein, weil halt die anderen an die Box müssen. Da wir nur 19 Sekunden hinter dem Führenden sind, aktuell 20 Sekunden, ich glaube, 20 Sekunden reicht nicht für den Boxenstopp. Ich glaube, der braucht mindestens 30 Sekunden mit Reifenwechsel und Auftanken. Von daher werden wir so oder so Erster werden. Also es war gar nicht schlimm, dass ich später gestartet bin. Dadurch, dass ihr in dem Teil keinen Boxenstopp braucht, seid ihr da auf der sicheren Seite. Also ihr könnt relativ gemütlich durchfahren. Das Einzige, was ihr beim Escudo halt beachten müsst, ist, dass ihr ihn bei Laune haltet. Das heißt, viel Drehzahl. Weil in den unteren Drehzahlbereichen, also alles unter 6, 6,5, da geht halt nicht viel. Ne? Der zieht keine Wurst vom Teller. Aber wenn er dann mal so über 6,5 geht, dann ballert der Turbo rein und dann geht es auch richtig ab. Weiß ich übrigens gar nicht, ob man dem irgendwie entgegenwirken kann. Weil Anti-Lag oder so haben wir jetzt nicht verändert. Habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Damit habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Ich bin so gewöhnt, den einfach maximal zu ziehen, dass ja, ich da mir noch keine Gedanken drum gemacht habe. Wenn ihr eine Idee habt, wie man das Turboloch des Escudo ordentlich stopfen kann, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, wie ihr damit umgeht. Und wenn ihr schon mal da unten seid, könnt ihr auch gerne einen dicken Daumen da lassen und oder abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Aktuell 3.997 Abos. Ich hoffe, bis Ostern die 4.000 zu erreichen. Das wäre super. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Allen anderen, die schon abonniert haben, vielen lieben Dank. So, wir sind aktuell in Runde 6. Mittlerweile habe ich mich auf den dritten Platz vorgekämpft. Das war noch keiner an der Box, oder? Doch, der Gallo war schon an der Box. Den hat es nämlich ordentlich nach hinten gefegt. Aktuell führt der Amemia, der RX-7. Und jetzt bin ich auf dem ersten Platz. Genau, da sind die zwei an die Box. Und das hat mich jetzt nach vorne katapultiert. So, Runde 7. Ihr habt rechts neben mir die Reifen im Blick. Also die Komfort-Hartreifen, obwohl die gut durchdrehen bei der Karre beim Beschleunigen, ist die Reifenabnutzung absolut, wie sagt man, zu vernachlässigen. Danke, Regie. Ja, so hier 310 km/h. Da habe ich mal ein bisschen an der Kraftstoffmischung gedreht, weil ich gesehen habe, huch, ich bin schon in Runde 8, ich kann aber noch 4,5 Runden. Dann habe ich mal ein bisschen runtergedreht. Hat sich später als nicht so eine gute Idee rausgestellt, weil es ein bisschen eng geworden ist. Ja, mal sehen, ob mir das Genick bricht. War auf jeden Fall bis dahin ein sehr schönes Rennen. Es macht einfach Spaß, die Karre über Tokio zu scheuchen. Er fährt sich einfach gut. Er ist wie so ein wilder Mustang, also man muss schon wissen, wie man mit ihm umgeht. Aber wenn man es raus hat, dann fährt sich das Ding einfach Sahne. Das macht richtig Bock. Und ihr seht auch, wenn ihr mal auf die Ganganzeige achtet, das ist so ziemlich die einzige Karre, bei der ich wirklich die empfohlenen Gänge benutze. Das heißt, wenn da steht, empfohlener nächster Gang 2, dann fahre ich da wirklich auch im zweiten Gang. Genau wie hier in der Haarnadel gehe ich wirklich in die 1 runter. Das mache ich ja mit den wenigsten Autos. Aber der braucht einfach die Drehzahl. So, wir sind bereits in Runde 10. Mein Vorsprung ist angewachsen auf 23 Sekunden. Das heißt, theoretisch könnte ich auch schon fast an die Box. Ich bin mir fast sicher, dass der RX-7 auch nochmal an die Box fährt, der gerade auf Rang 2 ist. Der NSX ist abgeschlagen auf Rang 5. Der macht ja normalerweise das Rennen. Ja, meine aktuell beste Runde war 208.777. Das ist jetzt nicht unbedingt die geilste Zeit, aber ich finde es eigentlich ganz ordentlich. Ne, alles, was so um die 2 Minuten rum ist, ist ja eigentlich eine ordentliche Zeit. Und so ab 2.10 sind eigentlich so die Standardzeiten, ne, die man mit den meisten Autos schafft. So, Runde 11. Da fängt es langsam so ein bisschen an zu schlittern mit den Reifchen. Und ihr seht unten, verbleibende Runde 0,9. Bin ich jetzt an die Box gefahren oder habe ich es durchgezogen? Na, was denkt ihr? Kurzes Quiz. Bin ich an die Box gefahren oder habe ich durchgezogen? 0,8 steht unten. Ich bin schon auf 6, also ich kann nicht sparsamer fahren. Spoiler-Alarm, ich habe durchgezogen. Ich habe es drauf ankommen lassen, scheiß drauf. Ich habe 21 Sekunden Vorsprung. Ich habe oben die Minimap im Auge. Der Amemia ist leider nicht an die Box gefahren. Das heißt, der sitzt mir jetzt im Nacken. Ich bin relativ gemütlich gefahren, sage ich mal. Hab für Escudo-Verhältnisse früh hochgeschaltet. Ja, es wird trotzdem eng. Ihr seht es unten noch 0,2. Da geht's auf Start-Ziel. Da habe ich auch extra verlangsamt. Das ist übrigens 100%. 0,1. Noch beschleunigen wir. Noch beschleunigen wir. Der Amemia kommt näher. Er fährt jetzt oben um die Ecke. Und da ist der Sprit leer. Aber es hat natürlich gereicht. Gott sei Dank. Ja, da war mir der Renngott wieder huld. Oder huld? Huld heißt es, ne? Da war mir die Renngöttin wieder hold und ich schließe Tokio ab mit 27 Minuten. Das ist keine Bestzeit, aber ihr habt ja gesehen, ich habe auch ein bisschen später angefangen. Ich habe jetzt auch nicht die geilsten Zeiten gefahren. Ich bin relativ gemütlich. Da geht mir ein Licht aus. Muss man wieder anmachen. So, ich bin relativ gemütlich gefahren, aber es hat Spaß gemacht. Also es war einfach ein spaßiges Rennen. Und es ist auch wieder so ein Ding, dadurch, dass der nicht an die Box muss, ist der halt auch absolut anfängertauglich. Also selbst wenn ihr nicht die schnellsten seid, durch den Boxenstopp, den man nicht braucht, gewinnt man das Ding auf jeden Fall.
So, dann sehen wir kurz noch die Belohnung. Da seht ihr, dass ich keinen Clean Race Bonus bekommen habe. Und nur 550.000 abgestaubt habe. Sehr, sehr, sehr schade, Polyphony Digital, dass ihr euch nicht anders zu helfen wisst, als uns solche Steine in den Weg zu legen. Ich finde es echt schade. Das hätte es meines Erachtens nicht gebraucht. Naja. Wie dem auch sei, Tokio macht immer noch Bock und der Escudo macht immer noch Bock. Wie gesagt, er taugt halt auch locker für Le Mans und für Sardinia. Von daher macht ihr mit der Investition von, was habe ich gesagt, 1,7 Mio, macht ihr meines Erachtens nichts verkehrt. Ne? Das Ding fährt sich wie eine 1, das sieht cool aus. Ist natürlich hart Geschmackssache, ne? Das Aussehen ist so ein bisschen wie 70er Jahre Staubsauger. Aber er ist einfach saucool. Und in den höheren Gewichtsklassen, also 700 und 800, fährt er sich halt auch extrem geil. Da sind dann die richtigen Reifen drauf, gerade Le Mans. Da kann der echt glänzen. Da ist auch der Verbrauch wiederum gut. An die Box müsst ihr, glaube ich, einmal trotzdem, aber nichtsdestotrotz, das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Also die 300 schafft er ja locker und darüber hinaus. Also da habt ihr schon echt Spaß. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nochmal ein Video zu LP700 und LP800 haben wollt, dann passe ich die Setups auch nochmal an. Aber aktuell fahre ich persönlich den am liebsten in Tokio. Deswegen habe ich da jetzt noch nicht Hand angelegt. Na gut, so, wir gucken uns gerade mal noch an, ob Polyphony Digital mir heute so richtig unten reintritt in die Ostereier oder ob ich wenigstens eine schöne Ticketbelohnung bekomme, wenn ich schon keinen Clean Race Bonus bekommen habe. Den Porsche habe ich schon, den könnt ihr euch auf jeden Fall schenken. Ah, die Einladung wäre gut. Ah, Trostpreis, wer hätte das gedacht? 30.000, ne? Ja. Ach, Polyphony, ey. Ich glaube, wir zwei werden keine Freunde mehr. Sehr, sehr, sehr schade. Auch heute gehe ich mit dem Trostpreis nach Hause. Wer hätte es gedacht? Ich sicher nicht. So, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, falls wir uns nicht mehr hören, nicht mehr sehen, ich wünsche euch ein frohes Osterfest und bunte Eier. Lasst es euch gut gehen, lasst die Seele baumeln und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gran Turismo 7. In diesem Sinne, wiederhauen und reingedingst. Ciao!